Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier bei Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt. Und wir werden heute einen Schatz heben, und zwar den des komischen Hexers. Und wieso habe ich das Gefühl, dass der Fernseher wieder zu laut ist? Ist er das? Ist er tatsächlich nicht? Wieso habe ich dann das Gefühl, dass er so laut ist? Eine gute Frage. Ich renne erstmal gegen einen Baum. Au. Babadiba. Wunderbar. Holen wir mal Plötze ran, der urplötzlich aus dem Nichts auftaucht. Komm schon, Plötze. Wuhu. Na komm schon, Plötze. So sieht's nämlich aus. George. Ach ja, herrlich. Wunderbar. Finde ich klasse. So, wir reiten natürlich ein bisschen querfeldein. Wir müssen ja unseren Sattel auch redlich ausnutzen. Das ist das Hexers der Katzenschule. Aha, aha, aha. That's the way I like it. Oh, das ist uncool. Sind dich beruhigt? Ah, geht so. Könnte schlimmer sein, nicht? Weiter so, Plätze. Ich habe Plätze kaputt gemacht. Oh je. Naja, jetzt geht's schon wieder. Ah, komm schon. Okay, ich glaube, ich habe mein Pferd gerade ertränkt. Oh well, oh well. Wo sind wir denn hier? War hier nicht der komische Geist des Vielgeborenen, der hier so herumgespukt hat, wie auch immer? Ich glaube nämlich schon. Warum laufe ich eigentlich den Punkten nach, wenn ich doch einfach hier schnell querfeld einlaufen könnte? Guten Tag, die Herrschaften. Okay. Oh well. Zack, zack. Du stirbst. Und du auch. Fupp. Ah, was für ein schöner Finisher. Gefällt mir richtig gut. So, jetzt gucken wir da nochmal rein. So. Tiger. Hört sich interessant an. Gucken wir doch mal direkt. What? Der macht nochmal mehr Schaden. Oh mein Gott. 239 Schaden. 339 und der macht 304. Natürlich Art, 10% Blutenchance haben sie beide. Die Crit-Chance ist bei der neuen Waffe besser. Also im Prinzip ist es wie das Katzenstahlschwert. In stärker, leichter vor allem.
Wenn wir die, wenn wir das Gewicht vergleichen, haben wir nur ungefähr, ja, nicht, ja, zwei Drittel des Gewichts kommt ungefähr hin. Und wir haben noch die Art Zeichenintensität dafür, dabei. Ja, gefällt mir auf jeden Fall das Schwert. Wir schmeißen mal hier was anderes raus. So. Soll mich nicht weiter jucken. Wie hinten noch was. Oh. Nebling, Ghoul, Gruftweib. Warum hat er diese Trophäen nicht versilbert? Vielleicht wollte man ihn betrügen. Ist ja nicht so, als würde ich auch meine ganzen Trophäen mit mir rumschleppen. Naja, ich habe immerhin die Bezahlung dafür bekommen, aber die Leute wollten das ja offensichtlich nicht behalten, also soll mir das auch Wayne sein. Wir schauen nicht auf die Weltkarte, sondern in unser Questlog. So, Statuette des Soldaten, zur Ehre der, sammeln Sie alle. Hexeraufträge, auch nicht wirklich was. Gibt es da noch irgendwas Lustiges? Auch nicht. Ja, wir sind immer noch Level 33. Und die ganzen Nebenquests, die jetzt hier drin stehen, die würden den Kohl auch nicht fett machen, wirklich. So, Moment, wir gucken mal. Vielleicht haben wir hier irgendwo in der Nähe einen kleinen Schnellreisepunkt, wo wir dann zurück nach Novigrad können. Da vorne, das sieht doch nach einem kleinen Dörflein aus. Da sollten wir doch theoretisch fündig werden. Hoffe ich jetzt einfach mal. Ist das Schwarzzweig? Boah, bin ich gut. Wie ich das erkannt habe hier an der offenstehenden Schmiere. Direkt aufgefallen. So, jetzt müssen wir irgendwie darüber und darüber und erstmal das Licht ausmachen. Also das hätten sie besser machen können, dass man da vielleicht um den Wegpunkt herum nicht so viel Gedöns hat. Aber naja, was soll's. Ich würde mal sagen, wir reisen zum Hafentor und gehen dann mal bei, wie hieß der Elf nochmal? Hartmut? Nee. Hendrik? Auch nicht. Hetmon? Heidmon? Oder so ähnlich, glaube ich. Vorbei. Und verkaufen mal ein paar unserer Schwerter. Und ja, wie gesagt, also wir bräuchten Stufe 34 für Rüstung und für Rüstung und für Schwerter. Von daher lohnt das nicht wirklich, da jetzt in die Richtung großartig zu expandieren. Wir haben ein Nachladescreen. So. Ja. Ladebildschirm, um in einen Shop zu kommen. Grüß dich, Gerald. Ape. So. Nee, wollte ich doch gar nicht. Ach, damit. Was soll's? Hier. Zerlegen. Nee, verkaufen, verkaufen, richtig. So, das bringt mir 800. Da sind aber auch noch große Runensteine drin. Möchte ich vielleicht nicht gerade verkaufen. Der kann weg. Kann weg. Kann weg. Weg damit, weg damit, weg damit. Er macht ja effektiv weniger Schaden. Von daher ist das alles uninteressant für uns. So, wir sind mittlerweile bei 15k. Okay, dann schauen wir uns mal hier drüben um. Ist natürlich der ganze Junk, den wir jemals gesammelt haben, ist natürlich jetzt noch bei ihm. Logischerweise. Und hier selbst noch so ein Sattel. Präzisionsbolzen. Silberschaden und Rüstungsdurchbohrung, beides nicht schlecht. Elfenwetzstein, aha. Also so wie es aussieht, verkauft er gar keine Runen. Naja, ne. Nun gut, nun gut. Okay, soll mir auch relativ wumme sein. Wir brauchen noch 900 Erfahrungspunkte. Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass wenn wir Yennefer helfen,
wir einen großen Erfahrungsboost bekommen, bevor es dann tatsächlich in die letzte Schlacht geht. Weil das wäre richtig, richtig bitter. So, die dunkle Gasse hindurch. Guten Tag. Na? Alles fit? Willst du was trinken? Ich fürchte, in diesem Etablissement ist das Spülwasser noch am besten. Imlerit, war das deine Idee oder Ciris? Ciris. Ciris. Dachte ich mir. Ich bin froh, dass du mitgegangen bist. Nicht sauer? Ich dachte, du würdest wütend sein. Wütend? Wieso? Weil du Ciri bei ihrer Entscheidung unterstützt hast? Oder weil du an ihrer Seite gekämpft und gewonnen hast? Und wenn wir verloren hätten? Dann hätten wir jetzt dieses Gespräch nicht. Und die weibliche Bevölkerung des Kontinents würde in Tränen ertrinken. Ihr habt gewonnen. Es ist müßig zu überlegen, was hätte sein können. Okay, wegen der Loge? Ich habe mit Triss gesprochen. Es läuft nicht so gut mit der Loge. Gefährliche Zeiten. Vor allem für Zauberinnen. Jede überlegt fünfmal, ehe sie sich raustraut. Und ich kann es ihnen nicht verdenken. Okay, und was machst du hier? Charmanter Ort. Warum bist du hier? Das wirst du bald erfahren. Erzähl mir inzwischen von Philippa. Gerne. Und ich haben sie gefunden und befreit. Dijkstra hatte sie. Aber die Lage ist unter Kontrolle. Da bin ich froh. Und sagst du mir, warum du hier bist? Ich konnte ermitteln, wo Margarita ist. Im Gefängnis in Ochsenfurt. Ich habe außerdem erfahren, dass jemand von dort geflohen ist. Er müsste bald hier sein. Okay, und wer ist das? Was weißt du über diesen Flüchtigen? Ich weiß, dass er der Einzige ist, der je aus Deiriad entkommen ist. Jeder Wachmann in der Stadt sucht ihn jetzt. Ist er denn vertrauenswürdig? Das werden wir gleich erfahren. Er ist gerade reingekommen. Abi Faria? Wer fragt das? Wir würden gerne reden. Verdammt. Schnapp ihn dir lieber. Ach, dein Ernst? Menschen werden jeden Tag wilder. Oh je, oh je, oh je. Verdammt, da ist die Leiter rauf. Mir steht wohl ein Dachspaziergang bevor. Na toll. Über die Dächer Novigrads. Na, geht doch. Hab ich dich endlich. Hoffe ich. Ich dachte, ihr hättet ein Treffen vereinbart. Ich sagte, dass ich ihn gefunden habe, nicht, dass ich ihn gesprochen habe. Was wollt ihr von mir? Lasst mich. Beruhige dich, wir wollen nur reden. Und mir eine Klinge in die Rippen stecken und mich in die Gosse werfen. Schau uns doch an. Sehen wir wie Banditen aus? Nein, eigentlich nicht. Schön, dass du das einsiehst. Außerdem würdest du uns tot nichts nützen. Dann tut ihr mir nichts? Nein, du erzählst uns deine Geschichte und gehst dann, wohin du willst. Na gut, aber wir sollten wieder zur Karte gehen. Es ist unklug, sich auf den Straßen aufzuhalten. Verständlich, verständlich, ja. Kann ich nachvollziehen? Dann sag mir mal, wie du aus dem Gefängnis rausgekommen bist. Trink das aus. Das hilft. Danke.
Was wollt ihr? Nach Deiriad reinkommen. Sucht euch einen Jäger, sagt ihm, ihr praktiziert Magie. Er sperrt euch im Handumdrehen ein. Wir müssen rein, ohne dass es jemand merkt. Sag uns, wie du entkommen bist. Dann lebt dein Leben weiter. Es heißt, dass Deiriad besser bewacht ist als die Festung von Vicovaro. Die Wachleute werden aus Hexenjägern rekrutiert. Der schlimmste Abschaum, geifernde Fanatiker. Wenn ihr wüsstet, was sie den Leuten antun. Jeden Tag foltern, das Rad, die Streckbank. In Frieden lassen sie einen nur an Feiertagen und wenn sie sich zugesoffen haben. Die dürfen im Dienst trinken? Offiziell nicht, aber ihr wisst ja, wie es ist. Wie bist du entkommen? Angeblich kommt niemand lebendig aus Deiriad raus. Ja, so heißt es. Da dachte ich, warum es nicht tot versuchen? Aber die Leichen werden verbrannt. Sie verbrennen sie erst, seit sie erfahren haben, dass ein alter Kerl wie ich entkommen ist. Davor haben sie die Leichen in eine tiefe Grube geworfen. Die Grube ist mit der Kanalisation verbunden und die mündet in den Fluss. Wenn man den erst erreicht hat, ist man frei wie ein Fisch. Okay. Dann könnten wir theoretisch so reinkommen, wie du rausgekommen bist. Vorausgesetzt, wir stören uns nicht an ein paar verwesenden Leichen. Und vorausgesetzt, dass ihr euch durch das Gitter quetschen könnt. Sie haben den Auslass zum Fluss versperrt, nachdem ich geflohen bin. Da könnte Sprengstoff helfen. Damit uns die halbe Stadt hört? Ich habe eine bessere Idee. Ochsenfurt steht auf Elfenruinen. Und die müssen irgendwo mit der Kanalisation verbunden sein, wenn wir einen Weg in die Ruinen finden. Kommen wir ins Gefängnis rein. Danke für deine Hilfe. Siehst du, war doch nicht schwer. Noch ein Rat. Such dir eine andere Taverne. Hier kennt dich jeder. Danke. Was immer ihr für Pläne habt, ich hoffe, sie gehen auf. Wir auch. Bis dann. Okay. Was er über die Wachen gesagt hat, könnte noch nützlich sein. Stimmt. Es müsste glatter laufen, wenn wir wenigstens ein paar von ihnen abfüllen könnten. Sultan müsste das hinkriegen. Ich frage ihn. Treffen wir uns auf der Ochsenfurtbrücke. Jut, jut. Dann trinken wir also Leute unter den Tisch. Wo sind wir denn jetzt? Achso, wir sind immer noch in der Kuppelkarte. Nur an einem anderen Tisch. Okay, gut. Bitte Sultan um Hilfe. Natürlich, Sultan kommt sofort mit. Sultan ist unser bester Kumpel neben Rittersporn. Wuhu! Wir haben eigentlich noch gar nichts wieder so von Priscilla gehört, ne? Die müssten wir eigentlich auch mal besuchen und mal fragen, wie es geht. Ob sie überhaupt noch sprechen kann, ist natürlich eine andere Sache, aber... Nun gut, nun gut. Ne? Alles fit bei dir? Das erfahren wir gleich nach dem Ladebildschirm. Margarita wird in Deiriad gefangen sein. Ich habe einen Plan, um sie zu befreien, aber wir brauchen deine Hilfe. Was soll ich tun? Belade einen Wagen mit so viel Mahakama, wie du auftreiben kannst und fahr ihn nach Ochsenfurt. Yennefer gibt dir ein Signal und dann fährst du durch die Tore und versorgst die Wache. Ach, schreckliche Zeiten. Seit die Magier die Stadt verlassen haben, sind die Jäger auf Anderlinge aus. Ein Zwerg bei den Gefängnistoren erregt nur Aufmerksamkeit. Stimmt. Daran habe ich nicht gedacht. Dann gehe ich direkt zu ihr. Sie sucht einen Weg in die Ruinen unter der Stadt. Okay, bis dann. Schön mit dir zu reden, Sultan. Bis später. Schade, schade. Ich meine, mehr als fragen können wir nicht, ne? Und er war ja auch willig zu helfen, aber... Natürlich hat er recht, wenn er sagt, das erregt nur unnötig Aufmerksamkeit. Wenn ihr da tatsächlich einbrechen wollt, dann lasst das mal lieber sein. Von daher würde ich mal sagen, auf nach Ochsenfurt. Wuhu, zum Novigrader Tor. So muss das sein. Und Leute, wisst ihr was? Ich glaube, an der Stelle mache ich dann auch mal eine kleine Pause. Ich bedanke mich natürlich bei euch ganz recht herzlich fürs Zuschauen. Hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Und wenn ja, dann lasst mir noch eine Bewertung und oder einen Kommentar da. Und wir sehen uns dann in der nächsten Episode wieder. Ich sage einfach mal, bis dahin, macht's gut, haut rein.